Yo Tester, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, möchte ich euch heute die 5 besten Minecraft Pocket Edition Server vorstellen, zumindest die meiner Meinung nach so die besten sind. Und wir fangen am besten gleich mal mit dem 5. Platz an. Der 5. Platz ist ozocraft.net. Das Gameplay, was ich euch jetzt hier eingespielt habe, ist aus einem Video, was ich euch hier oben auch nochmal verlinke, weil der Server zurzeit gerade down ist, da er gededost wird, also angegriffen wird. Und deswegen kann ich euch jetzt leider kein Live-Gameplay geben. Das Ganze, das Gameplay, was ihr hier gerade seht, ist Gun-Game. Es gibt noch andere Spielmodi, aber soweit ich weiß, wird es dann demnächst noch andere geben. Also welche, die ich jetzt selber noch nicht gespielt habe. Aber da können wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, wenn der Server wieder online ist. Platz 4 ist Mini-PE, und zwar habe ich auf dem Server auch schon mal Gameplay gemacht und ihr seht das hier oben wieder verlinkt in der Infocard. Der Server besitzt zurzeit 3 Spielmodi, Quick-SG, Build-It, Jump und ja, genau, das war's. Und natürlich eine Info, ganz wichtig. Die Spielmodi sind ziemlich nice. Zu Quick-SG habe ich, wie schon gesagt, auch schon ein Gameplay gemacht, was ihr, wie schon gesagt, hier oben eingeblendet seht. Und der Server ist eigentlich ziemlich cool, ist auf jeden Fall ausbaufähig und ich habe ihn auf einem höheren Platz als Ozocraft gesetzt. Es sind beide deutsche Servernetzwerke und es ist mir echt schwer gefallen, die zwischen Platz 4 und 5 zu unterscheiden. Aber ich habe den Server jetzt genommen, weil er im Vergleich zum letzten Stand, den ich von Ozocraft hatte, einfach mehr Spielmodi hatte. Auf Platz 3 haben wir einen Server, den wahrscheinlich die meisten YouTuber bei ihrem Review auf Platz 1 haben oder bei ihren Server-Bestlisten oder wie auch immer. Bei mir landet er aber ganz klar auf Platz 3, da es mit Sicherheit oder mit Abstand nicht der beste MCP-Server ist. Und zwar LBSG. Und eigentlich gibt es hier Survival Games, The Walls, Skywars und Spleef. Das Problem ist nur, dass eigentlich wirklich immer nur Survival Games funktioniert. Und ich habe mir jetzt mit reingenommen, weil er halt doch nicht so schlecht ist. Und es gibt den schon ziemlich lange und ist einer der ältesten oder längsten bekannten MCPE-Server. Und auch sehr beliebt. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel seht, wenn ich hier joine, zur Zeit bleibt es einfach gerade stehen. Und sonst joint man einfach wieder in der Lobby oder man spawnt einfach wieder in der Lobby. Also wieder beim Spawn. Und passiert einfach nichts und nur bei Survival Games funktioniert es halt. Und das ist halt ein riesen Nachteil an dem Server und er laggt auch ziemlich, kann aber auch daran liegen, dass es so überfüllt ist, aber ich finde den Support auch nicht so gut und deswegen leider nur auf Platz 3. Auf Platz 2 haben wir Cookie Build und zwar gibt es da ein paar verschiedene IPs zurzeit, die seht ihr alle hier eingeblendet. Und auf der normalen IP findet man zurzeit Build Battle. Es gab ganz kurze Zeit lang mal einen Spawn mit verschiedenen, also mit den ganzen Minigames in einem, also mit einer Lobby, wo alle Minispiele zusammen waren. Jetzt ist das aber irgendwie wieder getrennt, was ich ein bisschen doof finde, aber ich denke, dass das in der nächsten Zeit noch kommen wird und dass das bloß ein kleiner Test war und das dann später mal nach unten nicht kommt. Und der Server ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das Problem ist, dass er ziemlich voll ist. Es gibt hier Build Battle, Turf Wars, wo ich auch schon mal ein Gameplay zugemacht habe, wo ihr das ja oben jetzt auch nochmal eingeblendet seht in der Infocard. Es gibt noch Sky Wars, oder zumindest ist das immer so ein bisschen, zurzeit ist es glaube ich zu, aber wenn es dann die Lobby gibt, wird es wieder offen sein. Und ich glaube, es wird noch weitere Spielmodi geben. Platz 1 ist Hypixel für die Pocket Edition. Der Server ist ja ziemlich bekannt am PC und jetzt auch für die Pocket Edition verfügbar. Ich muss euch jetzt mal ganz kurz eine ganz kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen schon mal versucht aufzunehmen, also dieses Server-Review oder dieses diese Bestliste von den Servern versucht aufzunehmen. Und ja, da bin ich ein bisschen dran gescheitert. Zum einen, weil ich mit meinem Tablet zur Zeit gerade da nicht aufnehmen konnte und das mit meinem Handy versucht habe. Da war das mit dem Ton und mit der Synchronisation zum Video ein bisschen doof und hat alles irgendwie nicht funktioniert. Und deswegen habe ich das gelassen. Zu dieser Zeit habe ich den Server ganz kurzfristig entdeckt oder ich habe es wirklich... bevor ich das Video aufgenommen habe, beim ersten Mal, habe es ein paar Mal aufgenommen, hatte ich eine Stunde vorher den Server entdeckt und fand ihn schon so geil und er hieß damals aber noch Bladestorm. Der Server war für mich vollkommen unbekannt, ich habe den noch nie gehört, aber war einfach so geil und ich habe mich so gefreut, dass ich ihn gefunden habe. Und ich war ein bisschen verwirrt, weil es gab auch keinen richtigen Support, keine ordentliche Website und so weiter. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das so eine kleine Testphase war von dem Hypixel Pocket Edition Server. Finde ich extrem krass. Das Problem ist jetzt, dass der Server sehr oft voll ist. Zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt hier gerade rede, kann ich gerade nicht auf dem Server. Ich werde das dann im Nachhinein versuchen aufzunehmen, wenn dann weniger Leute online sind. Ich hoffe zumindest, dass mal irgendwann weniger Leute online sind. Der Server ist auf jeden Fall ziemlich nice. Er ist extrem geil aufgebaut. Gerade so wie die Spiele beschrieben sind und mit diesem in der Luft schwebenden Text, wo das alles nochmal erklärt ist und wie viele Spiele online sind und wann es losgeht und so, ist extrem nice gemacht. Es gibt eine riesen Auswahl an Spielmodi im Gegensatz zu anderen Servern. Wir haben Simon Says, ich glaube noch Bildet oder sowas ähnliches. Wir haben noch Survival Games, Skywars und Brawl PvP. Also eine riesen Auswahl für den Pocket Edition Server an Spielmodi.
Und das Geile ist einfach, dass auch alle funktionieren im Gegensatz zu LBSG. Also deswegen landet dieser Server auf jeden Fall auf Platz 1. Und wenn ich ein Gameplay gemacht habe, was ich eigentlich in naher Zukunft nochmal machen möchte, wenn der Server dann mal nicht voll ist, dann werde ich das hier oben auch in einer Infocard verlinken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit den 5 besten MCPE-Servern, zumindest meiner Meinung nach. Schreibt mir in die Kommentare, was eure besten oder Lieblings-MCPE-Server sind. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Schaut doch mal bei Facebook, Twitter, Instagram oder meiner Website vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ihr könnt natürlich auch ein Abo oder ein Gefällt mir Angabe da lassen, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Video.